So, ihr Lieben, und weiter geht's, wie versprochen. Jetzt das Unboxing von Röder Feuerwerk. Da haben wir auch noch eine kleinere Silvesterbestellung. Ist gestern bereits angekommen, ne? Ja, jedes Jahr bestellen wir bei Röder. Aber dieses Jahr gleich zweimal, deshalb ist die Bestellung nicht ganz so groß. Das hat folgende Bewandtnis. Im Frühjahr haben wir ein großes Feuerwerk für den Sportverein bei uns geschossen, fürs Sportfest. Und da sind halt auch noch Artikel übrig geblieben, deshalb bin ich da auch noch halbwegs gut eingedeckt gewesen, so dass wir jetzt für Röder nicht mehr so eine Riesenbestellung gemacht haben, aber dennoch, denke ich mal, ganz ordentlich. Und ich habe gerade hier die Packliste in der Hand, den Lieferschein, und gucke gerade, ob das so alles korrekt ist, aber... Wir machen jetzt auf. Was soll's? Ich wüsste es noch nicht mal. Wenn es falsch wäre, ich wüsste es auch nicht mehr. Ich habe das Anfang Oktober bestellt. Ich weiß jetzt sowieso schon nicht mehr, ob das richtig oder falsch ist. Also, aber bis jetzt habe ich bei Röder immer gute Erfahrungen gemacht. Von daher denke ich mal, dann ist das kein Akt. Dann machen wir das Ding mal auf hier. Oh, das Gefühl, übrigens, ein Paket aufzumachen. Ja, ne? Das kam mit der Spedition Go, muss ich auch ein Lob für aussprechen. Go ist immer sehr zuverlässig. Ja. Obwohl wir eine große Baustelle bei uns in der Straße haben, war das kein Problem. Da können sich manch andere Lieferdienste mal eine Scheibe dran abschneiden. Ich will ja nicht sagen, dass wir die PD meinen, aber... Naja, möchte ich jetzt nicht sagen, es gibt sonst nur... Okay, dann was ich schneidet hat. So, aha, wir sehen... Dass wir nichts sehen. Spiel mal hier runter. So, dann kommt das obligatorische Pappstück obendrauf als Schutz. Die Folie. So, und nun geht's los hier. Kulturgut Feuerwerk erhalten, da setzt sich Röder übrigens immer für ein. Finde ich auch total geil. Ja, haben sie hier wieder ein Prospekt beigelegt. Es gibt einen Feuerwerkclub, wo wir bereits Mitglied sind bei Röder, der sich unter anderem für den Erhalt von Traditionen einsetzt, unter anderem hier natürlich jetzt für die Feuerwerkstradition. Und wer sich für sowas interessiert, kann gerne auf die Homepage von Röder gehen. Da gibt es weitere Informationen auch zu diesem Feuerwerksclub. Finde ich total geil. Und da sind wir natürlich dabei. So. Und jetzt muss ich mal gucken, wie weit komme ich hier zurück. Ich muss das Ding jetzt mal hier auf den Schoß packen. Sonst geht das nichts. So. Dann gehen wir mal die Liste durch. Ja. Erstmal gucken, was wir hier haben. Ich gehe einfach blind durch. Ja. Und ja, hier erstmal etwas, wo ich... Oh, der Brüller. Habe ich gedacht, das ist, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich habe es noch nie gesehen. Was natürlich jeder haben muss an Silvester, da gibt es gar keinen Pardon, eine Einhorn-Wunderkerze. Also wer sowas nicht hat, der hat keine Ahnung von Pyrotechnik. Also ich denke mal, jeder... Das ist bestimmt nur für mich geholt. Ne, jedes, ich wollte gerade sagen, jedes gestandene Mannsbild sollte eine solche Wunderkerze besitzen. Und ich habe gedacht, den nehme ich doch mal eine mit. Und heute im Silvester-Video werden wir dann sehen, wie toll die leuchtet. Eine Einhorn-Wunderkerze. So, und das war es auch schon. Ich habe ja gesagt, eine kleinere... Nee, Quatsch. So, dann habe ich etwas geholt, was eigentlich mittlerweile relativ selten noch gekauft wird oder was die wenigsten noch kaufen. Aber wie ich klein war früher als Kind, in den 70ern und 80er Jahren, war das noch der Shit schlechthin, Sonnen. Und Spirit Sun von Nico habe ich mir hier geholt. Große, farbenfrohe Sonne mit fünffacher Verwandlung. Effekt dauert ca. 50 Sekunden. Die hatte ich schon mal, deshalb habe ich sie nochmal geholt. Und ich kann dafür nur eine absolute Kaufempfehlung aussprechen. Sehr, sehr flüssig und sehr, sehr lange Brenndauer. Schöne Farben, schöne Sonne. Hatte ich schon mal gehabt. Wie gesagt, von Nico, Spirit Sun. Und das war, wie gesagt, in den 70er und 80er Jahren ein absoluter Klassiker. Heute es ist seltener, weil die Leute auch keinen Bock mehr haben. Man muss sich dann einen Stab machen, am besten mit einem Nagel und einer Schraube, wo man das ganze Ding auffängt. Und den meisten ist den meisten alles einfach zu viel Aufwand. Und eigentlich schade, weil es ist ein wunderschöner Effekt. Und davon, wenn wir auch ein Video drehen, dann könnt ihr euch davon selbst überzeugen. Also Spirit Sun von Nico. Eine Sonne. Ja, und dann habe ich hier, davon habe ich mir direkt zwei Stück zugelegt, die Danke-Batterie von Röder Feuerwerk. Und zwar haben wir hier,
Eine Batterie, die zum Röder-Jubiläum produziert worden ist für ein paar Jahre. Jetzt, ich möchte jetzt nicht irgendwas 20 Jahre Röder, ich weiß jetzt nicht gar nicht, ich möchte nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall war es die Jubiläumsbatterie und das ist eine Low-Budget-Batterie für 6 Euro, aber ich muss trotzdem sagen, was du hier für den Preis kriegst, ist einfach phänomenal. Super schöne Effekte, super schöne Verwandlungen, lange Standzeit, tolle Farben. Also was Röder da gemacht hat, für den Preis finde ich das fast unschlagbar. Das ist wirklich eine super Batterie. Also ich liebe diese Danke-Batterie. Ich hoffe, dass sie davon noch ein paar auf Lager haben die nächsten Jahre, weil die baue ich auch immer ganz gerne ein, auch wenn wir mal eine Show machen, das Jahr über zu irgendeinem Fest. Ist eine absolut geile Batterie von Röder Feuerwerk. Für wenig Geld kriegt man da echt viel. Netto Effektmasse ist 192 Gramm. 16 Sekunden Brenndauer. 16 Sekunden Brenndauer hat sie. Und jetzt müssen wir gerade gucken, wie viel Kaliber. 25er Kaliber. Aber wenn ihr die schon mal gesehen habt, irgendwo auf YouTube oder was, also absolute Kaufempfehlung. Für das Geld kannst du nichts falsch machen. Und da habe ich schon viel, viel schlechtere Batterien in diesem Preissegment gesehen. Deshalb, wenn ihr euch eine Low-Budget-Batterie zulegen wollt mit schönen Effekten, kann ich die Röder Danke nur wärmstens ans Herz legen. Also, absolute Kaufempfehlung. Ja, und dann kommen wir zuerst mal jetzt zu Funke. Und zwar zu den Mega-Batterien von Funke. Habe ich mir direkt zwei Päckchen mitgeholt. Okay, man darf nicht allzu viel erwarten. Es sind die Baby-Raketen Titan Salut von Funke. Sehr süß aus. Sie sehen nicht nur sehr süß aus, sie sind auch sehr süß. Die zischen ganz schnell hoch, wiet, und machen Pop, oh, und das war's. Aber dennoch, ich habe da einen heiden Spaß dran, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich hole mir direkt schon mal zwei Päckchen mit. Ist, ja, natürlich kann man da nicht allzu viel von erwarten, von Babyraketen. Aber ich mag das. Es gibt ja auch von anderen Firmen Babyraketen. Ich finde die immer ganz lustig und habe da eigentlich auch immer viel Spaß bei. Und Funke hat das auch ganz gut umgesetzt. Na ja gut, Funke muss ich ja eigentlich nichts mehr zu sagen. Ja, ist eine brillante Firma. Und was Funke raushaut, das ist ein bisschen teurer immer von Funke, aber das ist absolut wert. Und wer Funke kennt, weiß, was die leisten. Also Funke, Babyraketen, Titan Salut. Ein kleiner Spaß für nebenbei. So, kommen wir jetzt wieder. 50 Stück sind die 15. 50 pro Schachtel. Okay. Kommen wir jetzt wieder zu einem kleinen Schätzchen von Röder Feuerwerk mit diesem schönen Fächer Sternenstaub 2. Schnell gesteppte, gefächerte Brokat-Kometen mit bunten Spitzen und silbernen Feuertöpfen. Und diese Batterie kann ich auch den Leuten empfehlen, die es jetzt etwas ruhiger haben möchten. Denn vom Sound oder vom Lärmpegel her ist diese Batterie sehr, sehr ruhig. Man hört sie kaum. Das ist ein ganz leichter, ruhiger Aufstieg. Und die haben wir auch schon verwendet, wenn wir ein Weihnachtsfeuerwerk geschossen haben, wo es ein bisschen ruhiger zugehen soll, auf dem Weihnachtsmarkt oder sonst wo. Ist eine ganz tolle Batterie, Sternenstaub 2. Vielleicht auch für Leute, die Haustiere haben und trotzdem nicht auf Feuerwerk verzichten möchten, ist das eine super Alternative, weil sie fast lautlos ist und trotzdem wunderschöne Effekte hat. Ist ein bisschen teurer, ich weiß es nicht mehr aus, ich glaube 25 Euro, aber es ist eine tolle Batterie, die auch mal leise Töne rauslässt, aber ohne auf tolle Effekte zu verzichten. Die hole ich immer wieder gerne. Sternenstaub 2 von Röder Feuerwerk. Mach mal dieses Jahr auch ein Produktvideo drüber. Sternenstaub. So, und praktisch als Gegenpart dazu, ja, weil jetzt haben wir das ruhige Ding, Sternenstaub 2, kommen wir jetzt zum Gegenteil. Glühwürmchen von Röder Feuerwerk. Ja, Pfeifaufstieg, Heulerbatterie kann man einfach sagen. Schön laut, hochsteigende Silberheuler verwandeln sich zu lang stehenden und hell leuchtenden Farbkometen. Und was mir an dieser Batterie so gut gefällt, was viele Heulerbatterien nicht haben, die gehen in einem durch, so zack, 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 20 Sekunden Brenndauer ist das Ding durch. Und die hier kommt in einzelnen Staffetten. Ja, da kommen ein paar Sekunden, kurze Pause, dann kommt wieder eine Staffette. Also das ist noch so ein bisschen Show drin verarbeitet, nicht einfach nur rausgeballert und fertig. Und deshalb finde ich die immer schön, weil die zieht sich dadurch ein bisschen länger und kommt in einzelnen Staffeln und macht Heidenkrach, Heidenlärm, also so im Prinzip der krasse Gegenpart eben zum Sternenstaub 2. Glühwürmchen, Röder Feuerwerk, eine wunderschöne Heulerbatterie, die in Staffetten
feuert. Wunderschön, absolut auch Kaufempfehlung von mir. Ja, und jetzt kommt ein Produkt, was ich so noch nicht probiert habe. Das wollte ich mal so aufbauen, und zwar ist das die bunte Flamme und die ist von Explode Feuerwerk. Und ja, das sind so, ja, so kleine Bengalfeuer halt, die man aufstellen kann. Haben auch nicht jetzt so eine super lange Brenndauer. Ich muss mal gerade gucken, ob es drauf steht. Also für so ein bisschen 7 Gramm drin. Es ist auch Kategorie F1. Es kann das Ganzjahresfeuerwerk, können also auch Kiddies benutzen. Aber sowas baue ich gerne auf. Zum Beispiel auf einem schönen Zaun oder unten auf dem Boden. Und stelle davon 6, 7, 8 Stück nebeneinander und zünd die gleich. Und dann hast du ein schönes Farbspektakel. Ist immer wieder lustig. Diese hier kenne ich allerdings noch nicht. Ich habe verschiedene Bengalfeuer schon probiert, aber diese hier von Explode noch nicht. Da lasse ich mich einfach jetzt mal überraschen. Ich habe auch noch kein Video dazu geguckt. Ich wollte mich einfach mal überraschen lassen. Wenn sie gut sind, hole ich sie nochmal. Wenn nicht, dann eben nicht. Müssen wir halt mal gucken. Aber ich wollte sie mal ausprobieren und habe jetzt auch vom Bekannten gehört, der die auch verwendet, der sagt, die haben tolle leuchtende Farben. Gut, Brenndauer ist nicht so ewig lang, aber gut, ist ja auch Kategorie 1. Gucken wir mal. Müssen wir wahrscheinlich dann elektrisch verbinden, dass wir die Zeit gleich angezündet bekommen, sonst sind die ersten bereits ausgebrannt, ich die letzten angezündet habe. Auf jeden Fall schauen wir mal rein. Wie gesagt, da kann ich noch nichts zu sagen. Bunte Flamme von Explode Feuerwerk. Ein paar Bengalfeuerchen. Und jetzt kommt für mich natürlich ein Mega-Klassiker. Ich liebe diese Teile. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Die meisten werden sie kennen. Das sind die Sternflockenraketen von Funke Feuerwerk. Und ich liebe diesen Effekt, diese Standzeit von diesen Raketen. Der Effekt, wo die Sterne dann rausfallen, die dann bis zum Boden fast gehen und eigentlich gar nicht erlöschen. Ja? Es ist eine wunderschöne Schüttfunktion da eingebaut und in einer gigantischen Standzeit. Wichtig ist nur, das habe ich festgestellt mal vor ein paar Jahren, macht das, wenn es windstill ist, sonst geht der ganze Effekt flöten. Ich habe auch schon gesagt, also wenn dieses Jahr Silvester starker Sturm ist, werde ich die nicht verzünden, weil die sind einfach viel zu schade, für die bei Wind und Wetter und Nebel und Regen und Sturm in die Luft zu jagen. Wenn das Wetter durchhält, gibt es ein Produktvideo dazu, aber es gibt auch schon so viele davon, könnt ihr auf YouTube gucken, ganz, ganz viele. Die sind ein bisschen teuer, die kosten über 30 Euro, aber die sind es absolut wert, was Funke da wieder gezaubert hat. Das ist unfassbar. Also ich liebe diese Raketen. Neben den Blättertanzraketen, die habe ich dieses Jahr nicht gekauft, sind das meine absoluten Lieblingsraketen. Also Funke, Sternflockenraketen, auch diese Liebe zum Detail, was Funke immer macht, wenn man das schon wieder sieht, ne? Diese Verpackung, dieses Gemälde da drauf, was sie auch auf den Batterien auch machen, ich liebe es. Ne? Funke, das ist wirklich, ist geil. Ne? Das ist auch diese Verarbeitung, so ein Karton kannst du nicht wegwerfen, ne? Das musst du als Deko halten, das ist einfach viel zu schade. Vielleicht steckst du ihn wieder da rein? Ja, leg mal da drauf. Okay. Also Funke, Sternflockenraketen, absolute Top-Kaufempfehlung. Kann ich euch nur allerwärmstens ans Herz legen, genauso wie diese Raketen hier. Unscheinbar sind sie weiß. Nein, was verbirgt sich dahinter? Röder Feuerwerk verbirgt sich wieder mal dahinter. Und das sind die Royal-Raketen von Röder Feuerwerk. Und auch da gilt, ähnlich wie bei Funke, die haben eine unfassbar lange Standzeit, einen super Zerleger, also die brechen richtig brachial auseinander. Und haben ganz tolle leuchtende Farben, aber das ist bei Röder generell immer. Sie sind sehr, sehr toll. 10 Stück sind es, ne? 10 Stück, genau. Und ja, Blue Star, Brokat, Red, aber wir wollen das eh. Machen wir auch ein Produktvideo zu, dann werden wir euch mal näher was zu sagen. Dann werde ich die Schachtel auch öffnen, dann könnt ihr mal reingucken. Und auch schön nachhaltig verpackt, Pappe, genau wie Funke auch. Ne? Kein Plastik drumherum, kein Schnickschnack. Einfach nur, was zählt, ist die Qualität, die drin ist und nicht das Drumherum. Ganz tolle Raketen, kann ich nur absolut empfehlen. Wirklich klasse. Also freue ich mich auch schon riesig drauf. Jo, und dann haben wir hier noch was. Ist die Kids Edition von Röder Feuerwerk. Jugendfeuerwerk. Schokalino 2.0. Five Fontäne mit Crackling Finale. Und liebe Belegschaft von Röder,
Die kenne ich auch noch nicht. Die habe ich noch nicht gehabt. Bin ich drauf gespannt. Das ganze Jahr ist Feuerwerk, ist ja scheißegal. Da bin ich echt mal drauf gespannt. Ich habe mir auch extra kein Video dazu angeguckt. Ich wollte mich überraschen lassen. Schockalino 2.0. Vielleicht kennen ja einige von euch die schon. Könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, wenn ja. Ich bin mal drauf gespannt, was die so taugen. Und bin da aber guter Dinge, da ich bei Röder bis jetzt eigentlich noch keine schlechte Qualität bekommen habe. Und deshalb dachte ich, hol dir auch mal zwei Schachteln, wenn sie cool sind oder wenn sie Spaß machen, bestelle ich davon nochmal welche nach. Ist eh ganz Jahresfeuerwerk. Wenn nicht, dann nicht. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Schockalino 2.0 und Klasse 1, Feuerwerk Kategorie 1. Und schöne kleine Fontänen pro Schachtel, wie gesagt, 4 Stück. Wir werden im Silvestervideo sehen, ob sie uns gefallen. Ja, und hier den wollte ich auch mal ausprobieren, den hatte ich auch noch nicht, deshalb wollte ich den auch mal einbauen. Und zwar ein Rauchgenerator, ein Rauchtopf in Orange. Jetzt weiß ich noch nicht mal... von wem der Argento. Ist? Argento. Oh, Argento ist natürlich klasse. Mhm. Wer Funke kennt, kennt auch Argento. Möchtest du mal reinhalten? Das ist ein Rauch, also Rauchtopf, was soll ich schwer dazu sagen? Jeder weiß ja, was ein Rauchtopf ist. Der hat ungefähr 2 Minuten Brenndauer und Farbe Orange. Wollte einfach nur mal so auch mal checken von Argento, was die taugen. Ehe ich mir davon einen ganzen Satz kaufe in verschiedenen Farben, wollte ich erstmal prüfen, wie gut sind sie. Aber auch hier muss ich sagen, was Argento angeht, ist auch eine Top-Marke. Und da denke ich mal, kann man eigentlich fast nichts falsch machen. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Und hier habe ich jetzt nochmal, sehe ich gerade, das steht auch auf der Liste drauf, nochmal die bunte Flamme, die wir eben schon hatten, hat Röder uns als Geschenk noch dazu gepackt. Vielen, vielen Dank, liebes Röder-Team, dafür. Können wir dann noch dazu nehmen. Mhm. Und ebenfalls bekommen habe ich von Röder diese wunderschöne Sammeltasse. Eine Pyro-Sammeltasse, auch vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ja, da werde ich mir dann morgens meinen Kaffee drin munden lassen. Röder-Sammeltasse kann man auch käuflich erwerben. Im Röder-Shop gibt es verschiedene, glaube ich. Und auch cool. Ja. Wenn ich das richtig sehe, war es das. Ja. Wir sind gespannt, ist alles da. Und wie gesagt, sind tolle Produkte dabei, die ich absolut empfehlen kann. Die meisten davon kenne ich schon, deshalb habe ich mir sie auch wieder gekauft. Und ein paar Unbekannte sind dabei. Ein, zwei unbekannte Sachen, wie jetzt die bunte Flamme von Schockalino und der Rauchgenerator von Argento. Das sind halt drei Sachen, die hatte ich so noch nicht. Da bin ich mal gespannt. Und jo, lass mich da einfach mal überraschen. Das war es jetzt von Röder. Damit habe ich 2 Unboxing gemacht. Ich bin eigentlich gar nicht so gut in sowas. Also Unboxing, das ist... Du setzt dich hin und zeigst. Reden kann ich zwar gut, aber wenn es dann auf Kommando sein muss, ich hoffe, ich konnte dich einigermaßen gut unterhalten oder ja, Produkte zeigen. Ist natürlich schwierig beim Unboxing, aber zu diesen Produkten, wie gesagt, kommen dann auch Videos online, wo man sich das Ganze dann auch nochmal näher anschauen kann. Und aber auch die Produkte, die ich genannt habe, ihr braucht nur auf YouTube zu gucken. Viele Pyro-Kollegen haben da auch schon Videos zu hochgeladen. Und wenn ihr es nicht abwarten könnt, dann könnt ihr da jetzt schon mal reinschauen. Das war unser Unboxing von Röder Feuerwerk. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch, ein wunderschönes Silvester, passt auf euch auf. Feiert und nicht alles so wild. Gute fürs Neue, ja. Und vor allem wichtig, benutzt Feuerwerk aus Spaß an der Freude und nicht als Waffe oder sonst irgendwas. Denn die Leute, die das machen, bringen unsere ganze Szene in Verruf und machen alles kaputt. Und dann bekommen die Politiker nur noch mehr Rückenwind, sich gegen Feuerwerk zu entscheiden. Bleibt sauber, macht mit Feuerwerk das, wofür es da ist. Feiert schön Silvester, habt Spaß und guten Rutsch. Guten Rutsch. Mal die Sammeltasse wieder rein.